Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Hallo, willkommen bei Kosis Deko-Tipps. Gefreut mich voll, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beim 50.000 Abonnenten-Special. Wie ehrenhaft für mich. Also unglaublich. Ich freue mich voll, dass das jetzt so schnell gegangen ist. Und wir werden heute, glaube ich, noch einen Sekt trinken, die Lea und ich. Na, keine Ahnung. Wir müssen uns beeilen, weil es ist, glaube ich, Viertel nach vier. Und wir machen einen Adventkranz und wir machen unser Fenster im Essraum dekorieren wir neu. Ich habe wieder bei Marco sein Holz was, mal was gefunden. Und zwar das, zeige ich nachher, was das wert. Aber jetzt müssen wir es als erstes streichen und dann nehmen wir wieder eine Kreidefarbe her. I've been down. I've been everywhere, but I'm alright now. I'm alright. I nearly drowned in my own despair, but I'm alright now. Yeah. Maybe you can turn the rain. Always messing around, but that has changed now. That has changed. 3 Minuten. Dabei unser Bredel trocknet, das brauche ich dann für drinnen, fürs Fensterbankerl, machen wir noch einmal einen Adventkranz und zwar mit Moos, weil ich finde, das ist so einfach und schaut so schlicht und natürlich aus. Mir gefällt das einfach und es ist auch so schnell gemacht. I need to know now, just like the seasons, they come and go, I don't understand the reason. I thought I knew you, I was mistaken. Said you were sorry, but my heart is still aching. And I'll wait to hear you, yeah, I'll wait. You're aiming at my heart. All your words come easy, and I know you play it smart, but say it
Schön, gell? Ist so schon schön. Oder was machst du? Nein, nicht, oder? Ist da zu wenig. Ich finde das schön. Ja, der Niklas holt uns jetzt einen Scheinwerfer. Jetzt braucht man einen Scheinwerfer, weil unser Drehhaus noch nicht fertig ist. Noch nicht, ist gut. Ja, also haben wir noch nicht einmal zum Baggern angefangen. Aber es wird jetzt doch ein anderer Standort. Aber ich freue mich schon. Ja, hat es der Noah schon bestellt, hast du ihn gefragt? Dann wird er schon bestellt haben, hoffentlich. It's a visitor's board. Manike, du bist ein Schatz. Bringst du ihn aus, oder? Geht sich das aus? Ja. Danke. Ein Verlängerungskabel wirst du keins finden, es gell? Regnet. Es regnet. Bitte. Echt jetzt? Ja, das schaffen wir trotzdem. Ah ja, das ist auch. Damit ihr mal seht, wer sich die Lea ins Zeug haut. Genau deswegen haben wir die schönen Videos, gell, Lea? Sowas freut mich dann so total, weil mir fällt das halt ein. Und, oder das Limonium, das hat die Lea gesehen und gekauft, da wo sie das Moos auch geholt hat. Und dann denke ich mir halt, ich konnte das einfach in einen Mooskranz stecken und jetzt sehe ich wieder, wie das einfach zu machen ist. Also das ist so einfach, das kann wirklich jeder. Also da muss man jetzt nicht so wie ich schon ewig das gemacht haben, weil das mit Moos umwickeln, das geht sowieso total leicht. Und dann, jetzt bin ich draufgekommen, man braucht es eigentlich nur so einstecken in das Moos, weil da ist eh der Draht auch mit um, das halt super so. Und das ist, also noch einfacher geht es einfach nicht. Und das schaut doch echt extrem lieb aus. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Der ist so lieb geworden und wirklich einfacher geht's nicht. Wirklich nicht. Und das war doch ein total schöner Türkranz auf einer großen Tür. Das schaut auch voll schön aus. Aber wir machen jetzt einen Adventkranz noch draus. Ja, da müssen wir nicht mehr viel tun. Weil heute halt jetzt bald der erste Advent ist und das war doch eine super Variante für einen Adventkranz. Und vor allem kann man wirklich
man könnte den vorher schon machen als Türkranzaufhänger und nachher als Adventkranz hernehmen. Wir haben schon alles gesagt, dass er voll lieb ist, voll, ich finde, der ist so zierlich und so verspült. Er schaut weihnachtlich aus durch die Föhre. Die Stecker, die sind sowieso, die sind wirklich, die kann ich voll empfehlen, weil die werden dann Adventkranz so auf und die Kerzen ist ein bisschen in der Höhe, dann ist es auch vom Brenner her sicherer. Und man kann es jedes Jahr hernehmen und es ist so einfach. Und wenn der Kerzen schon zu weit oben brennt ist, kann man eine neue einstellen. Ja, super Variante für einen Adventkranz ohne Binden. Soll ich sagen, was mit dem 50.000 Abonnenten-Special auf sich hat? Ja, wir wollten halt irgendwas Besonderes machen. Es ist sehr besonders, weil wir haben noch nie heraus im dunklen Draht. Also, was lachst? Ja, wer ist da ausschaut? Also gestern habe ich heute halt in meinen YouTube-Kanal reingeschaut und gesagt, wow, 50.000 Abonnenten genau heute. Und natürlich hat der Niklas gesagt, du musst ein 50.000 Abonnenten-Special machen. Und wir haben uns jetzt überlegt, die Lea und die. Also es gibt jetzt -10% die nächsten 5 Tage auf die gesamte Deko-Abteilung in unserem Webshop. Also wenn wer was für Weihnachten braucht oder Adventdekoration, freuen wir uns natürlich voll, wenn es was bestellt. Und 3 werden dann ausgelost, innerhalb von den 5 Tagen bestellen und die kriegen dann kostenlos so einen Lichterkorb zugeschickt. Also wir freuen uns, wenn es eine Schatz bei uns. Und jetzt dann mal weiter, schauen wir, ob das Bredel schon trocken ist. Aber auch wenn es nicht trocken ist, dann wir jetzt da weiter. Jetzt brauchen wir eine Bohrmaschine. Snow is falling and the cold wind is blowing hard. I'm locked inside tonight, but my heart is somewhere else. I'm thinking of you, babe, and all your crazy ways. I miss you more right now. It must be these holidays. You know you're my everything, the only present I want. And oh, what I'd give to be with you under the mistletoe. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Oh, what I'd give to have you here, my dear. We could sing and laugh about our wonderful year. I can see it now, yeah, your lips stained from the wine. And that sweet smile you have,
your hand in mine. You know you're my everything, the only present I want. Oh, what I'd give to be with you under the mistletoe. Merry Christmas, Merry Christmas, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas, yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. I'm dreaming you home for the holidays. I'm dreaming you home right now. I'm dreaming you home because you're dreaming you home tonight. Merry Christmas, Merry Christmas, yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. Merry Christmas, yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. Merry Christmas, yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance, I wish you were here tonight. Platz frei zu dir, ein Kachel auf mein Herzen. Das war voll nett. Ich glaube, er tut es leer. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah.
zweite Mal, dass meine Finger kalt sind. Aber eigentlich geht's von der Temperatur her, gell? Es ist nicht so schlimm. Aber jetzt machen wir noch die Deko beim Fenster. In so weihnachtlicher Vorhang. Und das schöne, der schöne Kerzenständer, das dekorieren wir jetzt noch. Ja, da wird es jetzt ausschauen, da herin. Weil der Niklas ja da gerade basteln hat. Der macht irgendein Kostüm oder so. Achtung! Deko-Tipp. Was macht das? Maroni? Also ein Müsli oder was? Ja. Maroni und Müsli. Es schaut, finde ich, voll schön aus, voll weihnachtlich mit dem Rot. Das ist so ein typisches Weihnachtsrot. Jetzt kommt der Markus singend. Das ist immer gut. Und es freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Heute beim 50.000 Abonnenten-Special. Juhu, wir freuen uns total. Weil es ist halt irgendwie schön, dass so viel zuschauen und eigentlich so viel treue Zuseher. Das freut mich voll, das motiviert mich und deswegen mache ich das auch total gern. Und was konnte ich noch sagen, Lea? Also das da kann man ja auch mit 4 Kerzen machen. Dann hat man wieder einmal einen Adventkranz, den man jedes Jahr wieder hernehmen kann. Man kann ja da auch einfach Tannenzweige hinlegen, man kann Äpfel-Healing, man kann Nussen-Healing, ja, wie man das heute dekorieren wird, es bleibt ja jedem Sim. Jedes bleibt jedem Sim, was? Überlassen. Der Markus singt der Weihnachtslieder. Kannst du der weiter singen? Baby! Baby! So. Wahnsinnig. Weißt nicht, Kosten deckst nicht. Der Niklas kann. So, okay. Holprig. Ne, hilf mal leer. Zum Kranz noch kurz, ich habe mir jetzt so hergestellt mit einer Vasen in der Mitte. Man kann da natürlich ein Windlicht mit Kerzen rein da. Oder eben als Türkranz oder als Adventkranz. Also der ist so vielseitig verwendbar, so einfach zu machen und schaut einfach total besonders aus.
Also, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich natürlich, wenn ihr was bestellt jetzt bei der 5-Tage-Aktion. Minus 10% auf alle Deko-Artikel. Und es kriegen 3 Leute, die da bestellen in den 5 Tagen, einen schönen Lichterkorb. Also, wir freuen uns natürlich, wenn viele mit dabei sind. Und ich freue mich, wenn ihr am Mittwoch wieder mit dabei seid. Da zeige ich euch, wie man Zapfen so whitewashed. Das glaube ich, wird ganz interessant für euch, oder hoffe ich. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao. Go! Go! Ja, das ist ein ins Video. Go! Das ist weiter. Go, go! Bist du dabei ein Fußballspiel, oder? Was ist das? Ein Fußballspiel ist man nicht go. Da tut man running, nicht going. Run? Go. Go, come on. Go, please go. Oh Gott. Ja. Ja, was denn aber tschüss? Die Lea. Will zu ihrer Einladung. Heiniger. Ich bin echt gut, wenn wir da so viele Leute zuschauen. Da kriegen wir ihn höchst vor. Ja, und schon wieder der Nächste. Ja, okay. Schau, ich schenke es dir, ja. Hallo. Danke. Was ist das für ein Power Austin oder Austin Power Blick? Power Austin? Austin Power. Gibst du mir jetzt den neuen, bitte? Da bist du mir jetzt Assistent. Du bist Assistent, ja. Es ist gerade kein anderer da. Wer hätte das gedacht? Keiner. Macht's Spaß? Ich glaube, ich hole mir es doch. Moment. Wo ist auf ja, wo ist oben und unten? Ha? Ja, gib. Ja, so kostet man es ja gerne. Ich darf das ja nicht da reißen. Danke. Gar nicht gewusst, dass du da so vorsichtig bist. Sensibel.